YouTube. Wir machen etwas, das wir noch nie gemacht haben. Und zwar sind wir wieder zurück in den Backrooms. Aber in Backrooms, die diesmal noch bedrohlicher, noch gefährlicher sind. Und wenn sich einer damit auskennt, dann unsere Backroom-Expertin, die werte Dame Knu. Frau Knu? Ja. Ich höre sie nicht. Ah, okay, jetzt. Ich habe einen fahren lassen. Sie dürfen raus. Ja, hier müffelt es auch ein bisschen. Aber ich habe so einen Anzug an, deswegen. Ich habe so einen Anti-Furz-Anzug. Den habe ich nur wegen dir an. Eigentlich bräuchte ich den hier drin gar nicht. Ja. Wenn du mit Knu spielen willst, brauchst du so einen Anzug. Du kannst nicht dieselbe Luft atmen wie Knu. Das geht einfach nicht. Anti-Furz-Luft. Ja, also ich muss sagen, bei meinem Eiweißkonsum kann ich das durchaus verstehen. Ja, es riecht echt speziell, sagen wir mal so. Das ist schon übel. Dann bläst sich so mein Anzug auf einmal auf. Dein Anzug ist auch so ein bisschen puffy, ne? Meiner ist schön anschmiegsam, der liegt am Körper an, aber deiner ist so richtig bisschen eingepresst. Also wenn du jetzt über den, über das Loch hier springst, du schwebst so leicht durch die Gase in deinem Anzug. Mhm, warte. Oh, und da bist du tot. Ey, da kannst du nicht rüber. Spul zurück. Wie geht das? Du kannst mich jetzt nur sehen, ne? Wie, warte mal, du musst, glaube ich, hier so. Kann man springen? Nee, ne? Nee, ich glaube, das Kies, es wird nichts. Nee. Warum ist es auf einmal dunkel? Ich weiß es nicht. Oh Gott, und ich höre den Typen da hinten schreien. Oh Gott, Kiesi. Du kommst aber auch nirgendwo rüber. Das ist Sackgasse. Ist der da hinten? Oh Gott! Ah, ja, oh Gott. Oh mein Gott, hat es mich eben gerade zerrissen. Rein damit dir, Kiesi, rein in den Karton. Oh Gott, schrecklich. Oh Mann. Es rappelt im Karton. Oh süß. Alter, kommt, oder? Kommt der? Kann ich ihn herpfeifen? Hierher! Hierher, Nudelmann! Oh, holy shit, das ist so ätzend. Komm, hey! Komm her! Ja, feiner Junge! Ja, mach Rolle! Ich hab irgendwie die Kamera aktiviert, aber ich weiß nicht, wie C. Ich muss dich doch irgendwie wiederbeleben können. Nee, ich glaube, du musst einfach schaffen. Das schaffe ich niemals. Das ist unangenehm, wie so ein Elefant. Aber gab's nicht einen anderen... Ach, komm! Einen anderen Weg, den du gehen musst? Bestimmt. Aber find den mal. Um darüber zu laufen. Ich glaube, du musst einfach mehr... Da ist doch was. Das ist der Aufzug. Sind wir hergekommen? Kann ich ihn nicht einfach wieder nehmen? Kann ich nicht einfach sagen, ey, ich gehe wieder zurück in den... Oh, genau, gehen wir zurück. Oh, no. Aber der Aufzug ist ein sicherer Bereich. Da geht er nicht rein, ne? Ja. Safe Zone. Wir sind auch gestorben. Mhm. Und ich habe das irgendwie geschafft, da durchzukommen. Nee, genau umgekehrt, Madame. Echt? War das so? Ey, wir haben so viele Backroom-Spiele gespielt. Blick da gar nicht mehr durch. Brauchst dir gar nicht die Lorbeeren picken hier. Ich blick da doch gar nicht mehr durch. Aber wir hatten das knusche Glück oft auf unserer Seite. War das das Spiel, wo du einfach auf die Tastatur gehämmert hast und hast einen Code gehabt, der richtig ist? Kann es das glaub, gewesen ja. sein? Ich weiß nee, es nicht nee, ich glaube, es war ein anderes. Da waren die Anzüge nicht so. Da sahen wir eher so Dulli-mäßig aus. Hallo, aber ich will entkommen. Hier muss es irgendwo... Irgendwo war eine Tür, ja. Denken deine Zuschauer manchmal eigentlich auch, dass die Moderatoren Roboter sind? Nö, ich habe ja keine. Ich habe ja keine Moderatoren. Ja. Echt gar keine? Nee, doch einen oder zwei habe ich, ja. Wenn die mal da sind. Mein Stream läuft frei von Moderatoren meistens. Ach süß. Sag das nicht so laut. Heute sind zwei da, das ist, glaube ich, Rekord. Süß. Da sagt jemand, was ist denn ein Backroom? Es heißt eigentlich Backroom, es wird auf den Backroom genannt. Ey, ich komm hier nicht raus. Nee. Komm schon, Kiesi, jetzt nicht aufgeben. Lauf einfach. Ich habe noch mal so eine Kassette gefunden. Musste man Kassetten hier finden? Nee, das ist neu, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Levels danach überhaupt noch kommen. Drei. Das sind insgesamt vier Level. Und wir spielen quasi das letzte. Nee, wir spielen gerade das erste. Genau, aber wir wollen zum letzten. Wir wollen zum letzten, klar. Wir wollen jetzt einmal komplett durch. Oder muss ich doch über dieses Gitter irgendwie? Ich glaube, über das Gitter mussten wir damals nicht. Wir haben einfach eine Leiter... Wow, wow, wow. Oh, unangenehm. Ist der schneller als ich? Ja. Wirklich jetzt? Nee, aber ich weiß nicht, ob deine Ausdauer limitiert ist. Dann ja, ist sie. Oh Gott, da ist doch ein Gesicht. Ich habe ein Gesicht gefunden da hinten. Easy. Ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Ach, du schaffst es, Kiesi. Lauf! Vielleicht sollte ich da in Richtung Gesicht. Was musst du mal bei den Gesichtern machen? Angucken oder wegdrehen? Ich weiß es nicht mehr. Wegdrehen. Da ist was, oder? Ah, nee, das ist einfach nur ein Versteck. Ja, es ist nur ein Versteck, verdammt. Ich dachte ganz kurz, es wäre so ein Lüftungsgitter oder sowas. Voll traurig, wie hysterisch du dich umschaust.
Oh nein, ich bin wieder bei dem verdammten Aufzug. Das gibt's noch. Aber nicht. Du, genau, lauf mal da hinten jetzt weiter, genau. Also rechts. Da, in die Richtung meinst du. Oder hier, da. Hier war ich auch. Ja, da meine ich. Genau, da meine ich. Ja. Wenigstens hat man hier so ein bisschen Aufzug. Aufzug, Ausdauer. Ein bisschen Aufzug habe ich dabei. Das ist halt auch so konzipiert, dass du dich nicht orientieren kannst, weil einfach alles identisch aussieht. Ja. Mhm, ein Schlupfloch. Aber eben gerade habe ich so ein Gesicht gesehen. Vielleicht. War das richtig? Ja, so dass da drüben sind andere Gegnerarten. Gibt's da nicht irgendwo, keine Ahnung, einen Pfeil oder sowas? Die meisten hatten noch irgendwie so eine Markierung. Ich frag mich, ob halt es irgendwo ein Fernseh gibt jetzt auf einmal, wo wir die Kassetten einführen müssen. Für was sammelt man sie ein, wenn man Tab? Find, okay. Ach guck mal, den musst alle du da Kassetten einsammeln. Recorden und du musst filmen während dem Blackout. Habe ich das jetzt? Ja, das ist ein Blackout. Man muss alle Kassetten einsammeln. Ja, aber die musst du ja, das ist nur optional, glaube ich. Okay. Oder? Ich weiß nicht. Ich habe erst 2 von 9. Und dann sollen wir wieder in den Aufzug anscheinend. Echt jetzt? Ja, probier's mal. Aber ich weiß nicht, ob du mit 2 alle hast. Nee, ich 9 Stück steht hier. Oh, okay. Das heißt, man muss die finden und dann in den Aufzug. Dann haben sie das auch geändert. Oh Gott, oh nein! Boah! Ich hab gar nichts gesehen. Wow! Alter, habe ich halt eben so eine Katze angefaucht. Oh Gott, unangenehm. Okay. Blackout gefilmt? Das habe ich ja. Gut. Alter, Kassetten, ich. Da kannst du jetzt rüber. Da komme ich rüber, ja. Aber die Frage ist, ob das was bringt. Müsstest du einfach nur straight rüberrennen? Vielleicht bringt es eine ganz neue Area. Oder das bringt dich nur hier hin. Aber ich glaube, dass hier irgendwo die Möglichkeit besteht, irgendwo hinzukommen, wo du nur eine Kassette holen kannst, wahrscheinlich. Ja, aber wie komme ich denn jetzt überhaupt darüber? Weil über die Kante fällst du runter. Ja, ja, genau. Hier komme ich hin. Du rein. Genau. Oh nein! Oh Gott. Ja, genau, gut. Das meinte ich. Dann sind wir jetzt wieder zusammen drin. Ja. Legette la Spaghetti. Also los, Keystraw, let's go. Ich bin bereit. Yeah. Oh, süß, würdest du so gerne einen Schlauch ziehen da hinten? Nee, dann kommen die ganzen Gase rein. Ein Schlauchi würde ich dir gerne ziehen. Guck mal, ja, okay, also wir brauchen unsere Pitfalls. Aufgaben. Und dafür brauchen wir. Also, du nach rechts, ich nach links. Nee, ist das eine gute Idee? Okay, wir treffen uns wieder beim Aufzug. So sicher, wir probieren es jetzt einfach. Aber Vorsicht, hier rennen irgendwelche komischen Katzengesichter noch rum. Mhm. Ich hab eine. Gut. Noch 8 Stück. Ist halt auch voll viel, 9. Ist echt viel, vor allem du hast ja keine mehr gesehen. Ich hatte 2, ja. Das war's. Ja. Hinter mir ist schon wieder dieses Spaghetti-Monster. Wie nehmen wir nochmal auf? C. Ich habe noch eine. Nice. Okay, cool. Aber ich werde auch verfolgt. Ich finde es schade, dass man hier jemanden nicht wiederbeleben kann. Das wäre irgendwie nur fair. Vielleicht nicht unendlich oft, aber so 2-3 Mal wäre schon fair. Ich habe auch eine. Also wir brauchen alle Kassetten und dann wieder zurück in den Aufzug. Wie hebe ich die auf? Ach, F. Ich habe noch eine. Blackout C. Shit, ich sehe nichts. Wenn jetzt was kommt, bin ich tot. Ich sehe gar nichts. Es ist komplett dunkel, Kiesi. Ist das normal? Nee, mit hier hast du eine Taschenlampe. Das wusste ich. Du musst diesen Nudelmann, wenn du ihn siehst, musst du ihn filmen. Okay. Das ist auch noch eine Aufgabe. Da ist ein Gesicht. Muss ich das Gesicht auch filmen? Nee. Okay. Ich habe noch eine. Sehr gut. Bei mir ist auch ein Gesicht. Wäre halt geil, wenn jetzt der Blackout mal weggehen würde. Ja, voll nervig. Oh Gott. Oh Gott! Was no! Los? Er ist direkt bei mir. Bist du tot? Nein. Gut. Noch nicht. Oh Gott, hier ist eine Sackgasse. Oh nein, hier ist noch so eine Grinsekatze. Ich werde voll bedrängt von den Viechern hier. Bei mir ist all good. Ja, weil die alle bei mir rumhängen. Die wissen halt, dass ich super lecker bin. Ich bin so die tasty. Einfach, du bist tryhard, deswegen. Die wollen dich loswerden. Oh, endlich. Turn on the lights on. Das war aber jetzt super der lange Blackout, ne? Ja, voll nervig. Man sieht auch wirklich gar nichts.
Es geht, ich habe einfach eine gute Monitoreinstellung. Das merke ich immer voll oft, dass die Leute sagen, ich bin blind. Ich denke mal so, ach, geht doch noch. Oder vielleicht habe ich auch gute Augen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist gute Äuglein. Ich habe noch eine Kassette. Wie viele haben wir jetzt? Jetzt haben wir 5. Ich habe noch eine Kassette. Dann haben wir 6, 3 fehlen noch. Ich habe auch alle anderen Aufgaben gemacht. Gut, super. Oh Gott, dieser Stoffboden macht mich so irre. Oh je, Gizi. Das ist so ein 90er, finde ich. Ja, ich finde auch dieses Stoffgeräusch. Macht heutzutage jemand noch Teppich? Also so wirklich, dass der ganze Boden Teppich ist. Macht das noch irgendjemand heute? Ich hoffe nicht. Ich habe noch eine Kassette. Noch 2. Ich bin wieder beim Aufzug, Blackout. Oh, ich geh mal rein ins... Ja. Ich verpiesel mich jetzt ins Loch, wenn ich darf. Ich bin im Aufzug, ich chill jetzt eine Runde. Ja, ich bleibe jetzt hier in meinem Bunker. So, Ingame-Sound noch lauter, Leute. Na dann, enjoy the party. Ich hab Angst. Können die auch so zwischen... Also können die in diesen Ecken drin sein? Nee, ne? Die liegen wahrscheinlich alle... Nein, sag doch nicht sowas. Oh, ist vorbei. Okay. Okay, let's go. Hast du es gehört? Nee. Ich pfeife gerade mal so ein bisschen. Oh, nee, ich habe eine. Ich habe eine. Sehr super. Ich glaube, ich bin ganz eine weit einzige weg von dir. Oh je, das wird nochmal jetzt das ein Kampf. Das ist wieder, ja, das ist irgendwie typisch, ne? Die eine Kassette dann. Die eine Kassette, Leute. Die du ich hab sie, ja. Weißt du, wie es zum Aufzug geht? Nein. Ich bin nämlich gleich dort. Wenn ich jetzt im Aufzug bin, klappt das für uns beide? Ich weiß es nicht. Der müsste eigentlich hier in der Nähe sein. Oh nein! Oh, ist fies wieder da. Kisi, bleib wo du bist. Geh in den Aufzug. Ich versuch's. Aber ich glaube, das treibt mich gerade. Dass, wenn du weiter bist, bin ich auch weiter. Ich glaube, dass es so ist. Wenn ich jetzt wenn jetzt jemand stirbt, dann müsstest du eigentlich mitkommen. Ja, ich habe den Aufzug gefunden. Gut. Oh, das Vieh ist direkt beim Aufzug. Oh, super. Oh, es rennt irgendwie jetzt, keine Ahnung, es ist richtig hasserfüllt, rennt es in eine Richtung. Oh, oh. Ah, ich habe genug gerochen, sagt er. Oh mein Gott. Das muss ich aufnehmen und das haben wir schon, ne? Haben wir schon. Oh nein, du musst auch im Aufzug sein, ne? Was? Du musst auch hier sein. Ich kann nicht ohne dich fahren. Ich hab's versucht. Ich wollte dich zurücklassen. Hey, du Schwein! Ja, hey, fürs Team! Ich hab das nur fürs Team getan. Ich hatte noble Absichten. Ich glaube tatsächlich, dass es aber auch, wenn ich jetzt tot bin, kannst du fahren. Das würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Ja, aber komm doch einfach. Du musst doch nicht immer jedes Mal irgendwie in den Tod springen. Ich warte aber mal kurz hier, bis dieses dumme Licht aufhört. Das stresst mich. Komm, einfach, einfach rüber. Und dann gehen wir schön gemeinsam. Der Alarm geht bei uns daheim auch immer los, wenn, Du furzt. Wenn mein erster Zyklustag anfängt. Ich dachte, wenn Giftgas oder sowas kommt. Immer wenn du... Genau, wenn der Schließmuskel sich öffnet. Ey, wenn man alt wird, ne? Dann wird der Schließmuskel ja immer lockerer. Und angeblich furzt man dann so die ganze Zeit vor sich rum. Ja, meine Mama auch. Echt? Wirklich? Ja, ich habe ihr auch beigebracht, sie soll einfach so tun, als hört sich bei an, als wäre es ein Bauchkrummeln. Und sie hat sich immer so, dann die Hand vor ihrem Mund. Ich habe gesagt, Mama, wenn du einfach cool weiterredest, wird keiner was sagen. Und das hat die jetzt richtig drin und keiner checkt. Also du hörst so richtig... Genau, man hört so... Ja, so. Und dann habe ich gestern mir ein paar Blumen gekauft. Genau, und es hört sich an wie so ein Bauch, so ein Bauchkrummel, so... Und es funktioniert. Also keiner sagt was, weil jeder denkt so, ja, die hat Hunger. Kann man nicht auch ganz leise furzen, indem man einfach eine Arschbacke anwinkelt? Oh, aber dann kommt es mir oft schnalzig raus. Mir so oft passiert und meine stinken so abartig schlimm, gerade durch dieses Eiweiß in letzter Zeit, dass es gar nicht mehr funktioniert. Also ich kann gar nicht mehr leise furzen. Die Schleicher sind für alle, die mich lieben, eine Hat Zumutung. Dein Partner sich schon mal übergeben? So neben dir? Du furzt und der macht... Nee, aber gesagt, Mann, hier ist Scheiße in der Luft. Hat er schon mal... Ist es schon an dem Punkt, dass er so macht... Ich schmeck irgendwie deinen Furz. Oh, nee, zum Glück noch nicht. Kisi, ich finde dich nicht. Jetzt komm mal, mein Gott. Ich dreh durch, wo ist denn das? Ich komm hier nicht raus, Kisi. Ich bring mich gleich selber um. Dann ja, keine Ahnung, hier, ich pfeif. Ja, pfeif mal. Durchgehend. Bin ich schon, warte mal, hier ist doch jetzt... Das hier, so. Da muss ich hin. Oh nein. Oh nein. Kisi kann, sag ich, jetzt gleich töten.
Sagt meine Family, dass ich sie immer geliebt habe. Und dass es aber kein Testament gibt. Ich krieg alles, das wissen wir ja schon. Das haben wir schon besprochen. Und das deswegen, genau. Ich bekomme alles. Kann sich dann Knus joinen. Ich übernehme auch die Kanäle so. Das fällt gar nicht auf. Deswegen alles. Knus join. So, ich glaube, jetzt ist es die richtige Richtung. Easy. Hörst du mich? Bei mir ist auch der Spaghetti-Mann. Bei dir ist alles. Der ist richtig wütend. Eigentlich könnte er mit seinen riesigen, langen, gabelähnlichen Armen in den Aufzug reinlangen und mich einfach rausziehen. Ja, aber das Spiel erlaubt es ihm nicht. Er hat auch so chronische Blähungen, ne? Du hast auch nur so ein... So, ich lasse meine Community... Leute, wo muss ich hin? Das geht mir jetzt auch ein bisschen. Ich wette, du rennst im Kreis. Ich hab noch ein Tape. Echt? Okay, dann gibt's vielleicht mehr, damit es ein bisschen fairer ist. Ach, das ist so. Echt gentle vom Spiel. Wie uncool. Nein, Spaß. Nee, schon gentle. Ist richtig gentle. Oh Mann, beinahe hat er mich gefressen. Der hat sich richtig angeschlichen, der Drecksack. So, die Leute sagen links, links, gerade links, links. Oh Gott, jetzt hat er mich. Ja, er ist bei mir. Ja, im Aufzug. Er steht direkt davor und will mich snacken. Du hast eigentlich freie Bahn. Also das ist kinderleicht jetzt. Ja! Ah, guck mal hier. Yay! Und jetzt drücken. Oh Gott! Tschüss! Oh. Wäre cool, wenn es nochmal so eine Animation kommt, wo er versucht, die Tür aufzumachen, dann reißt es ihm die Finger ab. Oh, das wäre schon nice. So wie bei Little Nightmares. Das wäre cool, ne? Das fände ich nice. So, jetzt geht's auf die nächste Ebene. Puh. Oh mein Gott. Kisi, Kisi. Müssen wir da runter? Kisi. Oh nein. Kisi. Du stehst halt einfach so mit deinen X-Beinen da. Hey, ich mach viel Sport. Oh nein. Ach, das ist jetzt die Garage, wo diese Dudes kommen. Genau. Also, fix Backup Generators, collect Mandelwasser 9. Ach, schon wieder 9? Die und ihr Mandelwasser. Mendelwesi. Mendelspritz. Hast du schon mal Mandelwasser getrunken? Ja. Ich noch nie. Sehr enttäuschend. Nur Kokoswasser. Sehr bitter. Kokoswasser finde ich gar nicht so schlecht. Das ist gut, ja. Das habe ich öfter getrunken. Guck mal, hier ist so ein Generator. Wie fixe ich den dann? Was brauche ich denn da? Wasser reinschütten? Mandelwasser rein? Oder? Nee, irgendwas mussten wir doch da machen. Press F. Ah ja, guck mal, ich restarte ihn. Okay. Ach stimmt, und ich muss dann aufpassen, dass ich die Dinger anleuchte dann, weil da kommen doch nachher Dinger. Jetzt. Mhm. Jetzt Licht aus. I got a key. Okay, der ist online. Der läuft. Gut. Okay, Keys, lauf. Was ich eigentlich immer voll cool finde, wenn man so Gegner hat, die sich tarnen und man denkt, das wäre ein Freund. Ja. Ja. Das ist eigentlich immer ein cooles Element. Das ist ja auch in. Oh mein Gott! Oh, stimmt, wir müssen uns ja die ganze Zeit umdrehen. Das ist ja in Ghostwatches so. Jetzt bist du tot. Ne? Ja, jetzt bin ich tot. Ja, so schnell kann es gehen. Ich glaube, das schaffst du ohne mich nicht. Doch, doch. Die haben deine Leiche mitgenommen. Echt? Mhm. Oh mein Gott, sieht der widerlich aus. Die sind richtig schnell, die Sausage-Mans. Muss ich eigentlich die ganze Zeit umdrehen, da kommen ja auch mehr. Ich habe hier schon Mandelwasser eingesammelt. Die Generatoren weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Wie macht man das alleine? Wenn's hell ist, kommen die eh nicht. Dann müsstest du immer die Phase, wenn's hell ist, nutzen. Aber das könnte schwer werden. Ohne Gluli. Ich schaff das. Fataler Error. Echt? Steht da ja. Achso, ich dachte, du hättest jetzt einen. Nein. Mandelwasser über die Tastatur geschüttet, ein bisschen. Genau, PC. Ein bisschen Mandelwasser, mir läuft's wieder. So lange Generator dauert das. Ach, guck mal, wenn man den Generator macht, dann ist sofort hier Überspannung kaputt. Okay. Da ist noch einer. Oh! Die kommen aber ganz schön. Alter! Hoch. Ja. Das schaffen wir nur zusammen, Kisi. Also auch wenn du mich jetzt nicht dabei haben wolltest, ich verstehe es. Aber dann müssen wir wirklich gucken, dass wir jetzt mal Teamarbeit machen. Sind wir jetzt wieder ganz am Anfang?
Wir sind wieder hier unten, du machst den Generator an. Aber Moment, sollten wir nicht erst alle Mandelwasser einsammeln? Das haben wir doch letztes Mal auch so gemacht, oder? Alle Mandelwasser eingesammelt, ne? Ja, ich glaube schon. Weil es werden auch, glaube ich, immer mehr, je länger wir spielen. Ja, genau, ich glaube auch. Aber wir müssen aufpassen, sobald es dunkel wird, du machst die Front, ich mach hinter dir. Wird es aber nicht erst dunkel, wenn so ein Generator anspringt? Okay. Nein, deswegen, bleib mal stehen. Rücken an Rücken. Da, er kommt schon. Okay, dann machst du die Seite, ich mach die. Wir sollten einfach zur Mauer. Komm, wir laufen schnell zur Mauer. Guck immer wieder nach hinten. Dann machen wir so. Genau, muss auch so ein bisschen Seite, seitlich mitgehen, ne? Ja, ich mach hier, die seitlich, du machst die, ja. Das ist eine geile Taktik. Da liegt auch schon Mandelwasser. Ja, das machen wir. Das ist eine nice Taktik. Und guck mal, jetzt wurde Like Marcel schon eingekauft mit einem Geschenk ab, wo es läuft. Der Plan geht langsam auf. Wenn er sich versieht, hängt er hier die ganze Zeit rum und denkt sich, naja, jetzt kann ich auch gleich Moderator werden. Weißt du, wie es ist? Kisi, der Sugar Daddy. Dann kommt doch die Gucci-Handtasche und dann... Ich schiebe es ihm hinten und vorne rein, da wird er mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. So, ich mach mir hier den Generator, dann müssen wir gleich wieder hinten an die Wand. Ja, ich pass auf, dass niemand deinen posierlichen Rücken zerstört. Squad-Einladung. Ja, dafür brauche ich Moderatoren, die das für mich annehmen. Siehst du? Und so schließt sich der Kreis. Stimmt, sind wir nicht in einem Squaddy? Anscheinend nicht. Nee. Siehst du, oh, das Mann. Muss dann Like My Style, wenn der bei uns bei... Ich sag ja nicht, dass er bei dir aufhören muss. Das sag ich ja gar nicht. So fängt's an. Du bist also eine Dreierbeziehung. Es wird ein... Ja, es wird ein sexy Dreier. Das Licht geht gar nicht aus. Aber es müsste gleich ausgehen, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist immer random. Kann es sein, dass das Spiel checkt, dass wir einfach nur stehen und gerade campen? Wir können ja auch so ein bisschen an der Wand entlang. Okay, jetzt kommen sie. Okay. Ich weiß nur, damals waren es dann irgendwie 6, 7 Stück, ne? Mit jedem Generator kommt irgendwie einer dazu. Genau. Sausage Man. Da ist einer. Hier, da steht. Ja, voll eklig. So laufe ich nach meinem Leg Day. Achtung, da kommt da. Boah, jetzt sind es zwei, ja. Jetzt sind es zwei. Weil du zwei Generatoren gemacht hast, gell? Nee, ist der erste. Beim ersten kommt ein. Also es kommt jedes Mal pro Generator, glaube ich, einer wieder dazu. Okay. Ätzend. Der hinten will irgendwie nicht so richtig. Nee, der hat Leg Day hinter sich. Stunde Beinpresse. Oder? Ja. Boah, das Licht lang aus. Ja. Müssen wir uns bewegen oder so? Jetzt. Wir müssen schnell den nächsten Generator suchen. Ja. Wie du rennst. Wie ein Profi, ne? Weil die Füße so kurz aussehen durch die Schläuche und alles. Geil. Ich hab einen sehr unvorteilhaften Körper, okay, Knu? Aber nein, das ist kein cute. Grund, mich deswegen zu bashen. Mach ich doch gar nicht, ich find's cute. Okay. Aber mit meinem Workout. Mit dem Code KNUT23. Genau. 23% auf alle meine Online-Guides. Kannst auch du, ganz ohne Schönheit, OPs und Steros. Und dann da drüben wieder an die Wand. Ja, bin da. So. Oh Gott, schnell, mach schnell, ich hab Angst. Bin dran. Und an die Wand, komm. Oh. Ist direkt Licht ausgegangen. Ja. Jetzt sind schon drei, glaube ich. Ja. Oh Gott. Weil anders schaffst du es gar nicht. Nee. You can leave your head on. Warum habe ich jetzt so ein Ohrwurm? Jetzt haben wir erst zwei. Krass. Wurstmänner. Echt, nur zwei? Nein, wir haben drei, ja. Oder? Nee. Oh, Alter, hier. Nein, wir haben zwei. Tabs, siehst du's. Oh je. 9 müssen wir machen. Ja, nee, 9 Wasser und 6 Generatoren. Okay. Das schaffe Markisi. Ja, wir haben es ja schon mal geschafft. Und dann kommt halt Level 3. Ich glaube, die Levels sind schwerer geworden. Das war danach nicht so kommt, schwer. Weißt du noch, wir haben doch dieses andere Escape Backroom Game gespielt, wo wir so ein Gerät hatten, wo man dann irgendwie in so einem Darkroom drin war. Oh Gott.
Und das kommt wohl auch in das Spiel hier rein. Ach so. Das fand ich ätzend. Ja, aber das kommt. Kommt noch oder ist schon? Nee, es kommt. Das ist das nächste Update. Die machen okay. Da auch kräftig weiter. Alter, drüben rennt noch ein Wurstmann rum. Ein Wurstmann. Das Licht ist aus, Junge. Geh nach Hause. Vor allem, wie weit rennt der? Wo rennen die hin? Oder ist noch nicht an, gell? Ja, ich mach das. Du kannst schnell das Wasser holen. Guck mal, da vorne liegt noch ein Wasser. Ah, ja. Mhm. Und dann wieder zur Wand rennen. Ich bleib jetzt erstmal da, falls Licht ausgeht. Wo ist die Wand? Keine Ahnung. Oh, we got a problem. Hier muss eine Wand sein, ja. Oh, gut gemacht. Jetzt wieder durchhalten. Wir sind zwei tapfere Veganer, kleine die von der Fleischindustrie, die von der Fleischindustrie verführt werden will, weißt du so? Ja! Iss meine Wurst, Junge! Nein, will ich nicht! Genau! Gib Tierleid keine Chance! Verschwindet! Genau so! Oh, Dredge war ein tolles Spiel, gell? Das war mega, ja. Das lief auch ultra bombastisch. Ja, das war echt nice. Also das war echt toll. Das war ein ultra erfolgreiches Let's Play von mir. Hast du auch schon Haven Dog gespielt? Nee. Das macht auch voll Spaß. Da gibt's so ein Spiel so mit so einem kleinen Typen, der so Hüte sammelt. Das ist, glaube ich, auch ganz nice. Echt? Wie heißt es? Weiß ich gerade nicht. Aber das ist auch noch relativ neu. Das kam auch so vor 2 Wochen. Und die Story war doch im Prinzip, Vorsicht Spoiler, dass wir der Magier waren. Wir waren der Kollektor. Ja. Das war unser Spiegelbild. Und die Frau, die da ertrunken ist, war unsere Verlobte, gell? Ja, und wir wollten die halt zurückholen, indem genau. Wir halt da den Alten beschwören. Aber es gibt auch ein anderes Ending, ne? Ja. Aber ich finde beide unbefriedigend. Ach, naja. Ich fand, die Story fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig, sondern ich fand einfach das Spielprinzip geil. Halt angeln, ja. Ne? Angeln geht immer. Viecher aus dem Wasser holen und angucken geht immer. Das war schon immer. Echt voll satisfying. Vor allem auch diese Anomalien immer rausziehen. Wall World auch ultra gut. Das war auch so ein Spiel. Was war? Wall World ist auch richtig geil. Und wie Wall World? Wall World, ja. Da hast du so einen Spinnenroboter und rennst so eine Wand entlang und musst halt Materialien da aus den Wänden ziehen. Und wenn du drauf gehst, dann musst du halt wieder neu anfangen, hast aber ein bisschen Wissen und Materialien halt mitgenommen, so Roguelike-mäßig. Ah, okay. Okay, hier ist der Generator. Da hinten auch noch, ja. Und was ist mit, jetzt habe ich gerade ein bisschen Panik. Da hinten ist auch noch ein Gen und da auch noch. 3 weitere. Ich glaube, das packen wir nicht. Wir müssen dann hinten an die Wand. Ja, nee, wir müssen... Die da hier ist. Ja, hier bei der Tür da. Und dann gehen wir nochmal zu dem Generator, weil da sind 2 weitere. Just to let you know. Durchhalten. Ich glaube auch Steve the Diver soll ja auch richtig gut sein. Das ist auch richtig gut, ja. Das will ich. Hast du schon gespielt? Nur damals die Demo, aber auch nur das privat. Das will ich noch spielen. Aber das ist auch so in die Richtung, ja, es geht auch so in die Richtung. Freust du dich auch schon auf Zelda? Ja, aber ich nehme so ungern eine Switch auf. Ach so. Und ich müsste noch den Vorgänger mal richtig spielen. Ich hatte damals einfach gar keine Zeit dafür. Echt? Ich habe mir nächste Woche Freitag, Samstag, Sonntag schon geblockt. Echt? Nur um das dann zu streamen ja. Und zu suchten wie so eine Maschine? Ja, ich liebe das. Alle Teile gespielt, fast alle. Damals auf N64. Nee, noch krasser war damals auf Game Boy Color. Da weiß ich noch, haben wir überall die Batterien von Fernbedienungen so geklaut im Dorf. Weil das Ding hat ja richtig Batterien leer gesaugt. Ja, wie geil. Dann saßen wir da irgendwie alle da und mit den Game Boy Color versammelt und haben Zelda durchgespielt. Voll süß. Das sind noch Zeiten gewesen. Als du in die Spielothek musstest, in der Hoffnung, dass es noch dein Game gibt. Und dass Leute teilweise Spiele versteckt haben, die frisch rauskamen, weil sie nochmal später zurückkommen wollten und Kontakte. Kaufen wollten. Du brauchtest Kontakte. Ja, voll witzig. Soll ich den auch noch anmachen? Ja, komm, zieh durch. Ah, press and hold F to restart. So. Restart, 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 restart. Oh Gott, da haut es ewig. Kisi. Meiner ist durch. Kisi, beschütz mich. Schnell, beeil dich. Wo bist du hin? Hinter dir. Hier, haben die wir Ecke. Jetzt alle? Ja, es wird noch 3 Wasser. Geil. Oh Mann. Da müssen wir wieder in Aufzug. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Auch nicht. That sounds fun. Psst, hey. Die Leuchttürme.
Ja, diesen Monat geht es ja auch wieder richtig ab. Da kommt ein neues Amnesia-Game, dann kommt ein neues Outlast, also das Outlast Trails, da kommt ja so viel Zeug diesen Monat ja wieder. Ja, Outlast Trails, hab schon Maxi gesagt, da musst du safen und wenn du es nicht alleine spielen willst, dann musst du mitspielen. Also kann man ja auch, kann man das überhaupt alleine spielen? Weiß so ich richtig? Nicht. Das ist ja ein reines Online-Game. Ja, deswegen, also wir sind da nicht schlecht drin gewesen. Wow, Alter. Don't be so serious. Weg mit euch. Der deutsche Schlachthausverband will uns bekehren, aber wir sagen nein. Iss mich. Ich esse keine aber Wurst. Vielleicht noch, wenn so ein Cheese drüber liegt. Ich bin vegan. Bist du? Nee, aber ich versuche Tierleid zu reduzieren. Ja. Also, ich finde, es gibt echt gute Sachen, die das echt einfach machen. Ja, aber ein echtes Steak ist halt ein echtes Steak. Also ein Steak kann man einfach leider, das könnte man nur mit diesem Texturfleisch vielleicht ja, ersetzen. Ja, wie Ei finde ich auch, da gibt es nur so schwierig. Aber ansonsten, Fisch finde ich auch schwierig. Aber Steak und so esse ich eh nie. Boah, also, was ich bei liebe mir immer Steak. Echt wahr, nee. Ja. Das ist anstrengend zu essen. Ach Quatsch, so ein Steak, das richtig gut zubereitet ist, das ist ja so trotzdem butterweich. Anstrengend, das ist so viel Saft drin, das ich komme darauf nicht klar. Komm darauf nicht klar. Nee, also Schwein esse ich gar nicht, Ziege nicht, Hamm nicht, Lamm nicht. Oh nein, wir sind am Arsch. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, such eine Wand, mir nach. Dreh dich immer wieder um. Oh Gott, Kisi. Da hinten ist die Wand. Dreh dich um. Mach ich. Oh nein, ich muss. Oh mein Gott. Jetzt liegt alles bei dir, du musst doch die drei Wasser finden. Knu, alles liegt bei dir. Kisi, tu mir das nicht an. Vorne. Kisi, tu mir das nicht an. Nein, Knu, was machst du da? Das kann ich gar nicht schaffen. Das schaffst du. Bitte. War ich denn in der Ecke? Bleib einfach hier so immer wieder andere Richtung, immer wieder so hin, her. Kriegst du hin. Wir haben sie ein Schnitzel gegeben und ein Steak. Jetzt bin ich verloren. Jetzt musst du nur noch das Mandelwasser finden. Scheiße, das auch. Das war ja knapp. Ich dachte, ich kann gehen. Nee, kannst du nicht. Du musst das Mandelwasser finden und dann nochmal den Aufzug. Komm schon, du schaffst das. Okay. Also erstmal Mandelwasser. Ich muss eigentlich jetzt wirklich Ton richtig laut machen, weil nur dann höre ich die Footsteps, dann geht's. Wie viel Mandel ist noch? Am besten halt drei, glaube ich. Auf Tab siehst du das ja alles. Ja, ich will gerade nicht. Da ist eins. Dann noch zwei. Ich bleib mal Richtung Wand, weil wenn ich dann laut hab, dann höre ich die Steps, dann ist es okay. Wie wir auf einmal serious werden hier. Jetzt musst du richtig rein sweaten. Die easy days sind over. Ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich gleich mal weiter rein in den Raum. Oh. Shit. Okay, ich mache jetzt mal laut, damit ich die höre. Konzentrier dich. Oh wow, jetzt machst du laut. Oh großer Gott. Ja. Großer Gott, oh mein Gott, hast du wieder ein Knu-Glück. Ich habe den noch angeleuchtet. Bist du tot? Ja. Uff. Ich hab den doch angeleuchtet. Uff. Wollen wir das Level skippen? Nein, wir ziehen das jetzt durch. Ey, guck mal, jetzt sind wir sogar hier. Ja, wir sind hier. Wir ziehen das durch. So. Ich skippe hier nichts. Ich will es schaffen. Mann, du Schwitzi, wir dürfen doch theoretisch. Ich bin jemand, meine Gameplays sind mit Schweiß, Blut und Tränen erspielt. Das ist noch richtige traditionelle. Spaß, Liebe und Hoffnung. Das kenne ich gar nicht. Was ist Spaß und Liebe? Kenne ich nicht. Bei mir gibt es nur Gewinn. Ist auch meine Erziehung. Ich würde sagen, das war ein Bug. Wenn mein Sohn kommt und sagt, wir haben verloren, aber ich hatte Spaß, sage ich, und? Was bringt mir Spaß? Holst gefälligst jetzt den Pokal. Genau. Aber Papa, hast du nicht gesagt, Spaß ist das Wichtigste? Habe ich nie behauptet. Genau, mal stehen. Und jetzt komm lernen. Zu mir. Komm zurück. Ich mach Generator hier. Ready. Weiß? Aber es ist mir einfach egal. Spaß. Also man hört, wenn es laut, wenn es dunkel ist, muss man eigentlich echt nur Headphones laut machen. Man hört die Steps genau. So, der ist an. Jetzt müsst ihr gleich hier wieder.
echt ein ekelhaftes Level. Achtung, es ist ja, glaube ich, jetzt erstmal wieder nur zwei. Ja. Oder gehen die nach dem Mandelwasser? Ich habe keine Ahnung. Ich auch. Und ich glaube nach allem, nach dem kompletten Progress. Weil jetzt im Moment rennt nur einer rum, ne? Ja. That guy is gone. Der ist weg. Der ist weg. Was? Ich guck mal so, ob ich noch ein bisschen... Weil das ist ja nur einer, der rennt nur bei dir rum. Bist du dir das sicher? Ja. Der andere... Hier gibt's keinen zweiten. So, leg ich das an. Wir haben zweimal Wasser. Nur. Boah, noch sieben Wasser. Mandelwässer. Macht anscheinend süchtig, ne? Weil die sind ja hier alle voll auf Mandelwasser-Crack. Naja, ich glaube, dass wir deswegen hier, wir sind hier die Polizei und müssen die Straßen reinigen. Eine neue Droge vergiftet die Jugend. Mandelwasser. Schmeckt scheiße, macht scheiße. Also echt teilweise so schlimm, was da so in manchen Drogenviertels auch in Amerika abgeht. Diese Zombie-Town, Skid Row, ganz schlimm. Weißt du, was ich richtig krass finde? Es gibt in Russland so, ich sag mal, Crackhäuser, ne? Und da hauen die Leute halt Webcams rein und filmen das einfach, wie die Leute sich da quasi high machen und kaputt gehen daran. Und das ist anscheinend ein richtiges Businessmodell. Einfach irgendwelche Crack-Leute da drin filmen. Und die versorgen sich sogar mit den Drogen, damit sie halt Content haben. Gestört einfach nur. Und das Verrückte ist, wer guckt sich das aber an? Wer sitzt denn da und denkt, oh cool, neues im Haus im Crackhaus? Ich weiß nicht. Ganz viele perverse Menschen. Also mein Vater sagt auch immer, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das stimmt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Alles, was der Mensch sich ausdenken kann, gibt es irgendwie auch. Ja. Es gibt halt keine Grenzen für uns. Ja. Ist so. Wir suchen sich immer wieder Neues. Wir brauchen halt auch immer wieder den Kick. Ja, irgendwann sagt man ja, dass man auch bei Filmchen abstumpft. Man stumpft bei allem ab, klar. Filmchen schaut. Wären wir jetzt in der Zombie-Apokalypse, am Anfang würden wir noch total schockiert sein, aber ich glaube, nach zwei Wochen ist es schon Standard. Ja. Dann gehst du einfach noch hin, Baseballschläger, Bams. Ja, aber trotzdem, glaube ich, macht dich das dann trotzdem kaputt. So, weiter geht's. Muss man halt ausprobieren. Nein, muss man nicht. Bei der nächsten Zombie-Apokalypse bin ich dabei. Ich will es gar nicht wissen, die Leute sind bei Corona wegen Toilettenpapier schon ausgerastet. Oh, zwei Wasser, da ist eins, da vorne ist noch eins. Da ist ein Generator. Wie viel Wasser haben wir denn jetzt? Vier, es fehlt immer noch fünf. Ich finde, die Wasserdinger sind schwieriger als die Generatoren. Soll ich den anmachen? Ja. Ich mach den an. Mach den an, da ist noch ein Water. Ich farme das Water. Oh nein, ist Licht aus? Oh. Ja, ne? Ja. Komm zu mir, gib mir Deckung. Wo bist du? Wo bist am Generator. Hier. Ja. Boah, das wird aber schwer jetzt, gell? Ich zieh durch. Das wird jetzt aber hardcore schwer. Das waren zwei große Wurstmänner. Boah, hier drei Wurstmänner. Bei dir? Bei mir waren zwei. Nein, die waren so ineinander. Doppelwurst. Doppelwurst. Die Leute sagen, wir sollen lieber erst die Wasser machen, dann die Generatoren. Mit den Generatoren kommen mehr Wurstmänner. Ja gut, dann konzentrieren wir uns jetzt auf Wasser. Water! Give me the water. Okay. Okay. Oh, da ist einer weg. Das Schlimme ist halt, wenn du so in der Mitte der Garage sein musst, ne? Ja, das ist blöd. That is bad. Ich hoffe, die haben ja aber auch mehr Wasser, so wie vorhin Kassetten. Hier ist aber wieder ein Gefühl sagt mir irgendwie nein. Bis jetzt ist Wasser sehr knapp. Obwohl man die eigentlich relativ gut sieht, ne? Ja, man muss schon eine gewisse Distanz zu denen haben, die überhaupt zu sehen. Da ist eins. Ja. Super. Drei Stück noch. Und hat noch vier Generatoren. Wie groß ist denn das? Ah, hier ist noch eine. Blub. Zwei Stück noch. Okay. Und dann noch mal den Fahrstuhl zum Aufzug. Uff. That's interesting. Geht das wieder in seine Ecke?
Ja, aber hier in der Ecke sind wir am besten geschützt. Ja, finde ich auch. Das hätte ich, glaube ich, auch vorne alleine hier schaffen können. Okay, die kommen jetzt gerade nur aus der Ecke hier. Gott sei Dank sind die ziemlich dumm. Die haben halt kein Gehirn, die bestehen nur aus Wurst. Ich glaube, die schaffen es gar nicht, hier zeitlich herzurennen. Die müssen gerade alle erstmal herrennen. Wegen meiner Flutlicht-Taschenlampe, die strahlt halt richtig. So ein China-Modell, wo du irgendwie Flugzeuge blenden kannst. Da brennt erstmal, dann brutzelt die Wurst schon an. Wo du von einem Hochhaus zum nächsten irgendwie rüberflashen kannst und die ganze Familie genau. wird blind. Boah, die mussten jetzt echt herrennen. The Sausage Man. The Sausage Man, the Sausage Man. Na gut, die sind weg, oder? Das war's. Glaubst du? Ah, ich weiß nicht. Ja, doch, jetzt. Okay, da rennen sie wieder. Oh, Mandelwasser. Nice, oh, doppelt. Nummer eins. Echt? Ja, da vorne ist noch dann eins. Dann haben wir es jetzt. Dann können wir den Jenny direkt anmachen, oder? Let's go. Ich mach den an. Wieder in die Ecke. Restarting. So, genau, der Muffin Man. Der Muffin Man. Und dann so. Wieder hier hinten in unsere ja. Kombo-Ecke. Wo bist du? Ah, hier. Schnell. Ich war erst am überlegen, ob ich da hinten noch hinrennen soll und den anderen auch noch anmachen soll, aber dann ist man das wieder zu gierig. Wir dann. Safety weißt, first. Dann girl. Kizzy girl. Safety first. Ja, aber das ist doch jetzt gut. Das Mandelwasser ätzendste haben wir jetzt, Kizzy. Ja. So, okay. Jetzt durchhalten. Jetzt geht's los. Kaum sind die Lichter aus, wird's hemmungslos. Wie es eben so ist auf den Straßen von Deutschland. Ja, da laufen auf einmal die Leute wie eine Wurst rum. Nagisch durch die Gegend. Nagisch. Stell mal vor, es würde von heute auf morgen das Verbot geben, Kleidung zu tragen. Ich glaube, keiner wird mehr rausgehen, wenn man einfach so schambehaftet wäre. Ich würde rausgehen. Echt? Ja, klar, ist mir doch egal. Oh, ich weiß nicht. Ich würde es voll geil finden, weil dann ist draußen voll wenig los. Dann kann ich da nackt rumlümmeln, wie ich will. Das stimmt. Ich würde es mal interessieren, wie lange die Leute brauchen würden, um überhaupt darauf klarzukommen. Also wie lange wird es brauchen, bis ich man sich dran gewöhnt? Ich glaube nicht lange. Aber wird dann auch alles sexueller in unserer Welt? Ich glaube, dass ja, das ist halt die Frage. Sind wir dann auch irgendwann nicht mehr so auf Oberweite von Frauen oder halt auch nicht, ne? Weil es ist einfach, man gewöhnt sich einfach dran. Ist auch in Spanien so, die juckt es gar nicht, wenn man oben ohne ist, weil die sind es einfach gewöhnt. Aber ich glaube tatsächlich, dass alles voll wird mit Männern, weil Männer sind meistens, nicht immer, aber meistens nicht so schambehaftet wie Frauen. Habe ich das Gefühl. Auch gerade, wenn es so ums Duschen geht. Kommt drauf an. Wenn ab einem gewissen Alter halt. Später ist es stimmt, da eh, juckt einen gewissen, nicht mehr. Das ist eh irgendwie so interessant. Wenn dein Körper am besten aussieht, hast du am meisten Charme. Wenn du so ein alter, bierbäuchiger Sack bist, ist dir alles egal irgendwie. Das ist auch so ein komisches Paradoxon. Das ist so dumm einfach nur. Ja, aber okay, ich glaube, es würde uns allen mal gut tun. Nackt rumrennen zu rennen, vielleicht. Ja, einfach mal auch zu sehen, so sehen Körper aus und nicht dieses gefotoshoppte, weißt. Ich würde ja eigentlich gerne Leuten meinen Arsch zeigen, vor allem den jungen Mädels, damit die einfach nicht mehr so schambehaftet sind, aber ich will halt auch nicht meinen nackten Arsch im Internet zeigen. Das kannst du als soziales Experiment verbuchen. Aber dann hätten so. Die keine Komplexe mehr. Wieso ist der denn so schlecht? Naja, ich habe schon, also ich bin halt sehr früh in die Pubertät und habe halt dann auch sehr schnell Gewicht zugelegt und habe dann sehr viel Dehnungsstreifen, ich habe Zellulite zweiten Grades, was aber für mich immer okay war. Ich wurde erst unsicher, als ich mal so ein paar Mädels im Freibad habe über mich lästern hören. Und dann würden die Mädels einfach sehen, es ist normal. So, it's all good. Und trotzdem hat mich deswegen niemand zurückgewiesen und fand mich deswegen nicht attraktiv. Ich glaube, den meisten Männern ist auch sowas nicht so wichtig. Das ist so scheißegal. Die Frauen machen sich da oft selber den Druck untereinander. Definitiv. Frauen sind da sehr verbissen. Ja. Untereinander, so. Aber du, ich war früher auch so als junges Mädel, wenn eine hübsche Frau war, was war? Ich bin aus Unsicherheit erstmal aufs Aussehen gegangen. So, was hat die, was ist schlecht? Und das redet man dann runter. Ach, es ist geil, ein Typ zu sein, irgendwie. Ja. Ich hab ja meinen Arsch auch schon gezeigt auf dem Drittkanal. So, das sehen ja die Leute, wie es ist. It is what it is. Aber hey, ich lass die Dinge hinter mir. Naja, hier, der Chat wünscht sich bei mir immer OF.
Sag mal, wann startest du das? Aber weißt du, wenn ich euch Männer wiedersehe mit euren übelsten kleinen durchtrainierten Knackärschen, obwohl ihr nichts dafür tut, dann hasse ich euch das einfach. Also ganz ehrlich, beim Mann ist der Hintern pures Genetikglück. Zum Beispiel ich habe wirklich verdammtes Glück mit meinem Hintern, der ist echt gut. Der ist wirklich richtig gut, da kann ich echt stolz drauf sein. Aber es gibt auch so Typen, die haben einfach nichts in der Hose. Ne? Sogar dicke Männer, wo du denkst, der ist so ein Koloss und hinten Bügelbrett. Nichts. Ja, es ist halt dann immer wieder Genetiker. Oder Waden zum Beispiel. Ich habe auch echt Glück, was so Beine angeht. Ich habe einfach nicht so diese typischen dünnen Beine. Und es gibt halt auch Männer, die können noch so viel Beine trainieren. Die kriegen einfach das nicht hin. Ist halt einfach auch ein bisschen Glückssache. Ist halt dann einfach Genetik. Aber mein Partner hat zum Beispiel super schlanke Beine. Ich habe immer gesagt, dem würde ich gern mal die... Oh mein Gott. Die ist dunkel. Das hier hin. Wo gehen wir hin? Ja, ich sage immer, ich würde gern dem mal die Haxen rasieren und den High Heels anziehen. Das wäre so mein größter Wunsch. Ich sag immer, mein Partner die Beine rasieren, High Heels anziehen, einen Tanga anziehen, das auf ein Plakat fotografieren und... Warum? Und das dann auf eine Autobahn kleben, da kann sich keiner mehr konzentrieren, weil der so einfach das hat, was alle Frauen wollen. Der hat die übelst schönen langen Legs und so richtig schlanke, weißt du? Aber übelste behaarte Beine. Daraus, da kann man ein ganzes Kissen mitstopfen. Also so ein kleines Äffchen. Ja, ist wie so eine kleine Ziege. Wie heißen die nochmal, die unten Ziege, oben Mensch? Satyr? Nee, wie heißen die nochmal? Minotaurus? Nee, das ist ein Stier. Nee, oben. Nee. Wie heißen die nochmal, Leute? Die, wo Panflöte spielen. Zentauren. Nee, ein Satyr ist es, glaube ich. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Satyr. Ja, aber die heißen noch anders. Aber genau die, das ist er. Der hat auch so kleine süße Hörnchen auf dem Kopf. Spielt er auch Panflöte? Der spielt auch Panflöte. Dann macht er immer Mäh. Macht er wirklich Mäh? Wenn er auf dem Klo ist, so Mäh. Blub. Ja, macht er Mäh. Okay, noch ein Generator und da vorne ist auch der Ausgang. Wenn er jetzt hier wäre, wäre das echt lieb vom Spiel. Ja. Das wäre sehr lieb. Und du weißt, jetzt kommt die Mega-Wurstwelle. Ja. Oh nee, hier ist ja gar nichts. Einer war noch irgendwo, ich weiß nicht, ob der... Da ist auch noch ein Wasser. Da hinten ist ein Generator an. Der läuft schon. Faun, genau, ein Faun. Come on. Weißt du, sonst verlaufen wir das wieder und finden das Ding nie. Wie, okay. Oh, Ecke. Wie du rennst. Ecke. Ja. The Sausage. Give me the Sausage. Oder Minotaurus. Aber ich lieber Minotaurus. Cooler als so ein Panflöten spielender kleiner Wicht mit. Ja. Wenn du die Chance hättest, Kies, oder die Möglichkeit hättest, mehr Jungfrau, also ein mehr Mann zu sein, also du müsstest quasi eine Form annehmen. Oben Fisch, unten Mensch oder unten Fisch und oben Mensch? Ich will unten Mensch sein und oben Fisch. Ich bin halt so ein dieser Mutant, der alle frisst. Ich will oben high sein, ich will oben high sein, unten Mensch. Aber warum? Keine Ahnung, ist doch sexy. Also ich würde tatsächlich auch ehrlich sagen, ich würde... Es ist halt voll schwer, weil wenn du halt unten Fisch bist, dann laichst du halt nur noch. Hast du ein Laichloch? Ja, hat man als Meerjungfrau. Also du laichst ja. Und ja, dann hast muss du gar ja der Mann quasi, da muss ja der Mann quasi oben Fisch sein. Geht ja gar nicht anders. Das geht die Rechnung nicht auf. Also deswegen muss man sich halt überlegen, verzichtest du dein Leben lang aufs Nusnu oder dann siehst du akzeptabel aus? Ich will so ein Fischmann-Monster werden. Finde das geil. Hab da richtig Bock drauf, auch so mit so Kiemen und allem an der Seite. Was wird die Community machen? Was würdet ihr machen? Echt schwer. Ich glaube, für das Optische halt dann so eine Meerjungfrau. Dann würde ich mir einfach operativ irgendwas hinmachen. Ich male mir einfach, ja, eine dritte Flosse male ich mir auf. Oder ist der an? Oder? Ja. Nein. Schnell. Aber sollen wir es jetzt machen? Ja, erst müssen mal eine wir. Ecke? Nein, wir ziehen hinter durch. Hinter uns eine Wand. Unbelievable sight. Ist schon dunkel, ne? Indescribable Kisi, nein, es ist noch hell und ich möchte deinen Schlauch abziehen, okay. Vielleicht bin ich auch ein hübscher Fisch. Kann ja auch sein. Ich glaube auch. Vielleicht so ein Regenbogenfisch.
Ein Fabius. Ein Fabius. Oh. Ein Fabius. Oben Meerjungfrau, unten Fisch. Oben Mensch, unten Fisch. Ihr seid abartig. Ist besser, glaub mir. Am Ende fühlst du dich damit wohler. Weil du hast dann auch so ein riesiges Fischmaul. Das wäre doch auch voll geil. Oh Mann. Knutschen ist halt ein bisschen schwierig, weil Fische haben keine Lippen, oder? Doch, klar. Nee, die haben doch keine richtigen Lippen. Klar haben die Lippis. Nein. Doch, die haben so einen richtigen Saugknopf. Ja, aber nicht so wie Menschen. Die gehören doch nicht so richtig... Na, die haben halt wie so ein Gummigespann ums Maul. Ja, das haben die, ja. Aber doch, so aber nicht so richtige Lippen, wo man, aber doch nicht so richtige Knutschlippen. Fiesi, ich glaube, du würdest richtig Probleme bekommen, wenn du das wärst. Da könntest du nicht mehr in Ruhe nachts rausgehen. Glaubst du, ich werde dann von Fischersvolk gejagt? Ja, weil die alle deine Lippen wollen. Weil du so schön saugen kannst. Wenn man meine Schuppen trocknet und die zu einem Pulver zermalt, dann ist es ein Potenzmittel. Deswegen sind alle richtig sind sie auf meine Schuppen. Ey, Kies, wir müssen mal ein Spiel zusammen programmieren. Ich glaube, das wird cursed. Ich hätte gerne so ein Spiel, wo man so irre Monster jagt. Weißt du, so Bigfoot nur mit verschiedenen Wesen. Mottenmann. Ja, das wäre geil. Fischmann. Eigentlich kannst du ja jedes Tier mit irgendwas kreuzen. Dann hast du irgendeinen Mann. Das wäre geil. Halb Mann, halb Fisch, halb Mann, halb Frosch. Wo geht's denn jetzt raus? Wo ist der Exit? Hier so in die Richtung. Ich habe hier echt keine Orientierung in dieser verdammten Tiefgarage. Da leuchtet was. Ist das ein Exit? Oh, nee, ist nur eine Tür. Ja, klar. Ist ein Exit, eine Tür. Ihr habt's geschafft. Ja, das ist eine Leiter. Ja, kann uns hier drin noch was passieren? Wir sind weg. Wir sind weg. Oh mein Gott, neues Level. Das ganz neue? Ja. Okay, wir müssen hier Valve öffnen in der Main Hall. Okay. Was sage ich dazu? Pfeifen. Das ist passiert, das die Main Hall? Wenn du in den Raum kommst mit so einem Stuhl, da hätte ich schon ein ganz böses Gefühl. Ich muss ja immer an Casino Royale denken, dass da irgendjemand kommt und meine Eier zertrümmert mit so einem alten Seil. Oh, Kisi. Können hier rein. Wo, wie? Achso. In Schränke. Das bedeutet, irgendein Monster kommt und wir müssen uns verstecken, ne? Da passen wir aber nicht zu zweit rein. Na, wenn man vielleicht ein bisschen zusammenrutscht. Was wärst du nur mit Socken unterwegs, mit so schwarzen Stoppersocken? Guck mal, aber hier sind richtig viele Schränke. Kann man da irgendwas drin finden? Nee, ne? Vielleicht? Kann man da wirklich rein? Dann stell dich einfach so rein und dann... Kann ich da mit rein? Nee. Ja, ich glaube, dass wir da rein müssen, Kies. Okay, hier ist wieder ein Eckchen. Die Magie der Backrooms. Die Magie der Backrooms. Okay, hier wird's jetzt... Das könnte doch was sein. Hier, Ventile. Und... Und eine Zeit, 10 Uhr. Ah, wahrscheinlich müssen wir die so ausrichten. ECB. G habe ich hier, 10 Uhr G. Oder was, ist das ein G? Ja, ist ein G. Ja, G. Aber... Ah, guck mal, hier oben ist ein G. Ah, okay, da muss ich 10 Uhr eingeben. Muss ich aber die Taschenlampe ausmachen. Guck mal kurz, was bei C ist und sag's dir. Okay. Das sind doch B ist 5. Wir sind über diese Gaskessel, müssen wir da drauf schießen. 1, 2, 3, 4, 5. Und C ist 8 Uhr. Und da kann man ja auch jeweils rein. I have a bad feeling about this keystore. Ja, und jetzt hat es irgendwas bewirkt? Nee, ich glaube, wir müssen da jetzt rein. Das sind wir bei G, 10 Uhr. Und da geht's ja weiter. Wir haben auch kein Mendelwasser, was wir nehmen können. Open Wealth in Maintenance Hallway. Ist ja auch ein bisschen zu einfach, oder? Einfach nur so. Na, da kommt noch was. Das war's noch nicht.
es irgendwelche Hinweise? Es sind einfach nur leere Räume. So komisch. Guck mal, das ist jetzt aber auch wieder voll der Riesengang. Was haben wir noch als Aufgabe? Nee, ist aber auch noch nicht erledigt, die Aufgabe. Nee, es ist nicht erledigt. Aber ich hab. Muss man da noch irgendwas drücken? Ich glaube, dass wir, wenn wir in G gehen, erst das erste Ventil finden und da kommt jetzt irgendwas Schweres. Hm. Huh. Glaube ich. Du die Schränke einfach nicht aufmachst. Ja, warum denn auch? Was ist so gar nichts drin? Da ist irgendwann was drin, Kies. Eines Tages. Ich habe Schokoriegel in einem Schrank gefunden. Ja. Irgendwas wird hier eines Tages drin sein. Und du wirst dankbar sein dafür. Guck mal, da hinten ist Ende. Oh, ich höre Wasser oder sowas. Ein Generator. Ja. Ein Generator. Warte, ich kann hier was drehen. Wow. Oh oh. Muss das so? Ich weiß nicht. Eins von drei. Oh oh. Jetzt kommt bestimmt irgendwas. Wir haben irgendwas damit bestimmt angelockt. Denk an die Schränke. Kies, denk an die Schränke. Ja, ja, ich hab die Schränke nicht vergessen. Ich bin bereit. Ich will deinen Schlauch ziehen. Es ist Zeit, die Drainage zu ziehen. Komm her. Da kommt nichts. Kies, irgendwas irgendwas stimmt hier nicht. Wir laufen gerade in unser Verderben. Ich spüre das. Ist da hinten was? Nee, das ist die Uhr. Ich weiß es nicht, Kies, ich kann nicht mehr. Das Geheimnis der Backrooms ist halt immer so, weißt du, du denkst, jederzeit kommt was und dann kommt einfach irgendwas nichts. Irgendwas Ätzendes, ja, kommt ein Sausage Man aus dem Rohr. Hallo. Ich glaube, dass das hier noch sehr unangenehm wird, wenn es als neues Level angekündigt wird. Ist doch nur so ein Zwischenlevel. Naja, und dann kommen wir eigentlich zur eigentlichen Tragödie. Okay, wir müssen eine Reihenfolge machen. Oh, bitte nicht. Nee, einfach, wir gehen einfach bei C rein. Okay, ich hoffe. Kies, ich glaube, jetzt passiert gleich was. Boah, was ist das? Was ist das? Ich kann nicht mehr rennen. Nimm Gnu. Ist es noch hinter mir? Ah, ja, und es ist groß. Oh nein, es hat mich. Um Gottes Willen. Mein Gott, jetzt will's mich. Hier ist kein Schrank. Aber wie soll man denn da sich verpieseln? Oh das Gott, ist ein Ziegenmann oder sowas. Klingt wie eine Ziege. Mein. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, ist immer noch hinter mir. Aber hier ist kein Schrank. Da hier, ist einer. Kies, geh rein. Kies. Oh Gott, Kies, geh rein. Oh, mach Licht. Oh Gott. Sag mal, jetzt fahr das nicht heraus. Ja, ein bisschen risky. Ein bisschen risky muss man ja sein, sonst ja langweilig. Oh Gott. Weißt du, wir sagen so, wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Ich schaff das. Hinter dir! Was ist das für ein Vieh? Ja. Ist doch irgend so ein Ziegenmutant. Halb Fisch, ja. Halb Ziege, halb Mann. Ja. Something strange. Goatfish, man. Goatfish. Würdest du ihn daten? Nein. Warum nicht? Weil ich Angst hätte vor gewissen größeren Körperlichkeiten und Unterschieden. Aber wenn er ganz zärtlich ist? Nein. Vergiss wow. Es. Ich glaube, das ist ganz gefährlich, weil der ist ganz, ganz, ganz schwer zu sehen in der Dunkelheit und er macht dann. Ich hab gute Augen. Okay. Schaff das. Moment, ich brauche Ausdauer. Ist er da vorne? Nee. Das hat wirklich auch Zufall, ne? Wenn du den jetzt triffst, kannst du dich ja gar nirgends mehr verstecken. Ich kann in den einen Schrank hier noch reinspringen. Einen Schrank habe ich hier. Uiuiuiui, mach den anderen lieber auch noch auf für den Fall, dass der. Sind halt auch voll die langen Gänge, ne? Boah, es ist unfair. Du läufst hier komplett ins Schwarze rein. Oh. Irgendwas höre ich. Ich auch. Okay, lauf, er hat dich gesehen. Wow. Also, da ist wieder rauskommen. Kann man den nicht irgendwie betäuben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt der überhaupt? Ja, der kommt. Frage ist, kommt er halt so weit, dass er da jetzt an dir vorbeiläuft, hoffentlich. Sonst blockiert er ja den Weg. Ich höre ihn, also der ist direkt davor. Ich
glaube, der will da ein bisschen länger bleiben. Der will da chillen. Vielleicht muss man doch echt auch zu zweit sein, damit ich den da weglocken kann. Case Jaw. Casey. Schrank Jaw. Casey. Ich trau mich nicht raus. Du musst jetzt tapfer sein. Der ist doch immer noch da vorne. Nee, ich glaube, der geht immer wieder zurück zum Anfang. Ich höre ihn, ja, der ist irgendwo da vorne. Wie willst du den da wegkriegen? Ich habe keine Ahnung. Boah, der gibt aber auch richtig Turbo, ja, ne? Wenn ja, wirklich, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh Gott, ich dachte gerade, du wärst nicht drin. Jetzt ist er vorbei. Ist er wirklich vorbei? Ich glaube, oder? Nee. Ah! Oh. Kisi. Oh! Gibt's da mehr? Nee, ach aber der, so. Der geht nicht vorbei. Der geht immer wieder zurück. Der sagt, der will nicht. Oh mein Gott. Was ist das Gott, denn für ein Ding? Hallo. Oh, der ist ja wirklich so ein Fischziegenwesen. Oh gut, er läuft vorbei. Ist der blind? Vielleicht, es könnte sein, dass der blind ist. Der hat nämlich keine Augen. Das könnte sein. Oh Gott, Kisi. Mach keinen Schaden. Oh Gott, das ist unangenehm. Der ist richtig unangenehm. Das ist wie mein Hund, wenn er Hunger hat. Der riecht auch ein bisschen streng. Wie mein Hund, wenn er Hunger hat. Sehr gut, Kisi. Ich bin super stolz auf dich. Jetzt noch die Möglichkeit rumzuschalten, aber es gibt ja niemanden anderen außer dich. Okay, ich schaff das. Dann nochmal die Zeiten kontrollieren. Ja, ich hoffe, dass es keine Reihenfolge sein muss. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht vorherbeschworen. Da ist ein Schrank. Mach die doch mal lieber auf. Ah, ich bin da schnell. Zack, zack. Schon bin ich drin. Zack, zack. Like a Ninja. Like a Ninja. Ich hör was. Da ist wieder ein Boiler. Gut. Ich glaub's fast. Ja. Bitte, ich glaube, die springen gehen. Erst dann an, wenn du die richtige Zeit eingestellt hast. Sonst würde die Zeit keinen Sinn ergeben. Ja. Open the Pneumatic Door. Okay, also hat's geklappt, gut. Wo ist sie denn? Da hinten? Lauf mal da weiter. Nö. Okay, wo war denn die? Wahrscheinlich im Hauptraum. Ich hoffe, dass der halt jetzt nicht hierher gekommen ist. Vorsicht, gell? Da vorne habe ich wieder einen Schrank. Be careful. So, der ist mal offen. Wenn ich Ausdauer habe, bin ich ein bisschen schneller als ihr. Also man kann schon von ihm wegkommen. Oh. Da ist er. Da ist er. Ich muss ihn wieder so an den Schrank locken und dann schnell durchflitzen. Na, kommt. Oh Gott. Aber das ist der Weg. Ja, das ist der Weg. Oh, Kisi. Hello, my friend. Oh Gott! Oh, oh Gott! Kisi, was muss, tust er du? Er muss dran vorbei! Der hat lange Legs. Das ist genau der Typ, ne? Lange Beine, schön dünn. Kisi, du kleiner Mutiger! Oh Gott, ich glaube, er hängt dir richtig am Arsch. Ich weiß es nicht, ich will es gar nicht wissen, ich brauche Ausdauer. Oh Gott, das ist wie wenn ich nachts von der Bushaltestelle allein nach Hause gehe. Da rennen da immer so Typen rum in deiner Gegend? Ja. Fischziegenmänner? Ja. Großstadt-Ghetto. Aber Kisi, es steht nicht wie in den anderen Levels Find Exit. Nee, es steht, irgendeine Tür soll ich öffnen. Die hier. Okay. Die da. Oder? Open it. Ja, aber wie? Vielleicht an die Tür selber ran? Oh. Und vielleicht noch irgendwo, oh Gott, ist hier noch... Ich glaube, das ist ein dummes Rätsel, um ehrlich zu sein. Habe ich die Ventile alle richtig? Warte mal. Das war 10 Uhr.
Ja. Das ist so schwer zu sagen, aber ich würde schon sagen, das ist eine 10. Dann irgendwie 8 Uhr, das ist auf 7. Stimmt, hier stimmt was nicht weiter. Und dann 5. Oh je, musst du das jetzt nochmal machen? Nee, glaube ich nicht. Bist du dir sicher? Nö. Aber da muss ich rein, aber... Ich kann da nichts drücken. Oh. Die war 10 Uhr, aber ich drehe das jetzt nochmal auf 10. Mit dem Licht sehe ich nichts. Ich glaube, wie gesagt, das ist ein Rätsel. Es wäre sonst zu einfach. Ist das 10? Ja. Nee, noch nicht ganz, glaube ich. Doch, doch. Jetzt ist es 10. Ich mache das nochmal auf 8. War das letzte Mal 5, ne? Ja. Aber ist auch der richtige Buchstabe? Ah, jetzt. Ah. Ja, das ist ein bisschen... Mach auf, das Ding! Jimmy, lass mich rein! Oh Gott, das war so laut, dass ich ein ganz bad feeling hab. Okay, die Aufgabe ist erledigt. Was kommt als nächstes? Weiß ich nicht, keine Ahnung, noch ein Level halt. Also nee, die nächste Aufgabe, keine mehr. Gar nichts, im Moment gar nichts. Okay. Wahrscheinlich irgendwo da hinten wird Exit sein, aber kommt mir bestimmt nochmal entgegen oder sowas. Nein, hier sind keine Schränke. Das würden sie nicht tun. Hierher, Fischi! Hierher, Fischi. Oh, es gibt Schränke. Ja! Oh, look at this, was für ein schöner, fein säuberlicher Aufzug. Ohne jetzt bist du auch wieder da, oder? Ich weiß es nicht. Ah, endlich mal ein Aufzug, der nicht stinkt. Das ist richtig angenehm. Ah, frische Luft. Respawne mich, bitte. Wieso komme ich nicht? Kommst du wirklich nicht mehr? Nein. Easy. Level 2. Doch, ich hab's auch bekommen. Die Errungenschaft. Und jetzt kommt Level 4. Ich bin so der Nebensitzer, der immer abschreibt und trotzdem durchkommt. So ist wirklich, so stelle ich mir dich auch vor. Jemand, der wirklich einfach so durchschlittert. Um deine Aufgaben zu sehen. Okay, wir brauchen den elektrischen Schrank und müssen die Energie anmachen. Okay, das sind die Backrooms Ensättigt. Die Ensättigten Backrooms. Sieht aber schon cool aus. Ja. Wow, cool. Guck mal, das ist auch so endlos, ne? Unten Nebel, oben Nebel. So sieht's später mal aus. Unsere Städte werden so werden. Denkst du, wir bauen irgendwann so, wegen der Überbevölkerung? Ja. Auf jeden Fall. Und dann ist alles voll mit Smog und dann sieht's so aus. Krass. Genau so wird's. Sieht Stuttgart schon teilweise so aus durch den Feinstaub. In L.A. sieht es so aus. In Stuttgart auch. Echt? Ist wirklich so schlimm? Feinstaubproblem haben wir schon, ja. Ich habe gehört, die Vasen waren im Nebel. Die sowieso, ja. Das war. Was ist das hier? Oh. Eins. Ein Monitor mit 1. Ein Code höchstwahrscheinlich. Lassen wir uns das mal merken. Grün 1. Alle mal bitte notieren die 1. Aber auch grün. Vielleicht ist die Farbe noch wichtig. Grün 1. Sollen wir jetzt zusammensticken? Ja, wäre glaube ich besser, oder? Ich finde es gut, dass du hier drin wenigstens eine gute Ausdauer hast. Ich finde es immer total ätzend, wenn die Räume so riesig sind. Du hast gar keine Ausdauer. Aber wir müssen die PCs alle anschauen. Das ist, glaube ich, so die Quest hier. Nee, wir müssen irgend so einen Schrank finden. Das ist die. Ja, aber ich glaube, die PCs sind trotzdem wichtig, weil da wahrscheinlich irgendwo noch ein Code drauf ist. Ist aber nichts Spannendes. Boah, sind diese Räume einfach riesig. Da ist so leerer, nicht verwendeter Raum. Das stresst mich richtig. Wo bist du nur hin? Ah, hier. Ja, das sind einfach leere, gigantisch große Büroräume. Furchtbar. Sie sind schon so groß, dass du denkst, ich pinkel lieber nicht, weil jetzt muss ich wieder so weit laufen. Ich würde in den Raum einfach, der Teppich, der sagt das auf. Oh mein Gott. Ein bisschen Farbe reinbringen in den Was Raum. Was ist das da hinten? Oh oh. Oh Gott, diese weitläufigen, schrecklichen Räume. So wenn der Chef dich ruft. Der Chef sitzt ganz da hinten in seinem Büro. Genau, du kannst den Gang lang.
Ich würde den gerne laufen, aber würde ich extra langsam laufen, weil ich dann mir denke so, ja, komm. Halbe Stunde. Gespräch. Ja, ja, so eine halbe Stunde muss man einplanen. Außer er spendiert mir so einen Tretroller. Die 10.000, der 10.000 Schritte Flur. Oh nein, guck dir das an, da ist genau, da brauchen wir es. Ja. Reihenfolge, ja. Run. Okay, danach also muss man. Also 1 ist rennen. Die letzte Zahl. Oh, das war klar. Wahrscheinlich nachdem wir es eingegeben haben, müssen wir rennen. Gott, jetzt müssen wir den Gang nochmal runter. Okay. Also Bildschirme absuchen und dann wieder hierher finden. Enjoy. Aber bis jetzt gibt es noch keine Bedrohung, hieß. Bis jetzt gibt es noch niemanden, der uns etwas anhaben will. Aber warum sind die Backroom-Games auch so unglaublich beliebt? Im Endeffekt passiert ja nicht wirklich viel. Weil es einfach so verstörend ist. Es passt alles nicht zusammen. Also ein leerer Büroraum zerstört deinen Verstand. Ja, es ist halt bedrückend. So dieses leere, dunkle, graue Teppichboden, die ätzende Farbe, unangenehmes Licht, das Geräusch des Lichtes. Das sind ja alles Orte, in denen du schon einfach nicht sein willst. Dann warum haben wir solche Anzüge an? Da gibt es noch irgendwas mit radioaktiven Partikeln in der Luft. Dann gibt es gruselige Creepypasta-Monster. Also es ist halt irgendwie, ich habe immer dann das Gefühl, Horror ist dann gruselig, wenn es einfach nicht mehr zusammenpasst und unerklärlich ist. Befremdlich wirkt. Also so wie wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel gucke. Genau wie bei mir jeden Morgen, ja. Guck mal, hier sind ganz viele Wasserspender und Kaffee. Das macht mich schon fertig, dieser Wasserspender, oh Gott. Du musst Kaffee trinken, Kisi. Dann wäre ich echt durch, wenn das Spiel mich so zwingen würde. Oh, ich habe einen neuen Blau. Okay, neuen Blau. Eher Türkis eigentlich. Neuen Blau. Oh, das ist wichtig. Blau oder Türkis? Eher Türkis. Okay. Da war nix. Da war gar nix. Da war gar nix. Oh, nix. So. Dann, ey, allein wenn du so einen Raum besitzt, kannst du ja alles reinknödeln. Das sieht aus wie bei Instinct, oder? Genau, immer so eine riesen Bürofläche. Und die Hälfte ist nicht bebaut. Oh, geil. Genau, stimmt. Ja, oder, oh, nee, das ist der grüne. Warte mal, hier lang. Ja, Großraumbüro ist halt super ungemütlich, ne? Ja, ich würde halt ganz viel Trennwände reinmachen, dann kann es schon cozy werden. Außer das hier natürlich, sehr furchtbar, ist ja wie so eine gruselige Fabrik. Das ist so konzipiert, dass du halt Depressionen bekommst. Ja. Grau auf grau mit grauem Wetter. Die haben extra Chemtrails organisiert, damit es immer regnet. Damit du nie irgendwie Sonne siehst. Ich muss sagen, das Prasseln finde ich doch sehr angenehm. Hm. Ja, hier ist nix. Da ist schon wieder so ein Ewiggang. Ein Ewiggang. Guck dir den an. Würde ich echt kotzen kriegen. Oh, also wenn Gott, ich, ja. Ohne, also da müsste es schon so E-Roller geben. Ja, auf jeden Fall. Das wäre cool. Wo du drauf oder so diese Dinge, genau, wo du dich so draufsetzt oder draufstellst, einfach nur. Furchtbar. Jetzt gehen wir ins nächste Gebäude. Das ist ein anderes jetzt. Vielleicht finden wir hier die zwei letzten Monitore, Kies. Wir müssen noch einen finden, den anderen errate ich einfach. Okay, das ist eine sehr gute Taktik. Haben wir hier angefangen? Das kommt mir irgendwie so. Kann es sein, dass wir diesen ganzen langen Kackflur nur gegangen sind, um in diesen leeren Raum zu kommen? Ich glaube, wir haben hier angefangen. Aber ich kann es auch nicht sagen, weil die alle gleich aussehen. Ah, ja, stimmt. Ah. Ja, Wohnungen. Stell dir mal vor, das wäre so ein Wohnkomplex. Wie viele Menschen. Ich merke es jetzt ja, also wie viele Leute schon in einem Wohngebäude, wo nur wenig Leute wohnen, wie viel Dreck man da macht einfach. Da fällt ein Tomatenglas runter und lässt es halt liegen, ist egal. Dann kommen die Ratten, juckt keinen. Echt jetzt? Was ist das für eine Gegend, in der du wohnst? Also ihr habt irgendwie radioaktiv verstrahlte Riesenratten, die sich von Nutella und Tomatengläser ernähren, die runterfallen, oder was? Ja, genau, so ist denen einfach komplett egal. So, du denkst so, yeah. Ja, dann kann ich auch gleich aus dem Fenster kacken. Ist auch egal, oder? Was ist jetzt, wenn es noch mehr Wohnparteien? Hier ist noch eine. 6. Weiß. Okay, weiß 6. Ja, lass mal jetzt zurück. Müssen wir nur noch zurück, hieß. Da ist der letzte. Aber erst mache ich mir den Rahmen. Hier. Gelb 1. Haben Gelb wir alle. Gelb 1. Okay. Das hat jetzt der Chat bei dir notiert, weil bei mir hat das keiner mitgeschrieben. Doch, die haben es alle notiert.
Die kleinen Süßis. Bei mir würden die Leute noch extra die falschen Zahlen schreiben, damit ich in den Wahnsinn getrieben werde. Ich finde es irgendwie süß, wie unterschiedlich unsere Communities sind, aber trotzdem arbeiten sie zusammen und halten zusammen. Das finde ich irgendwie süß. Naja, deine sind mildes Gegengift und meine sind aggressives Gift. Genau, und schüttet man die zusammen, kommt die perfekte... Kommt Wasserball raus. Genau, Kohlensäure. Süß. Okay, was sind wir aber, glaube ich, richtig? Weil jetzt kommt gleich dieser... Ja, jetzt ist, glaube ich, der... Der Chef. Oder? Hier. Wir sind irgendwie hier und dann... Oder? Ich weiß es. Doch, doch. Und dann irgendwie so ums Eck und dann müsste das jetzt der lange Gang da vor uns sein. Oder ja, okay. Doch, da. Da hinten. Vorne. Da. Da. Ja, sehr gut. Und dann müssen wir rennen, gell? Und dann müssen wir rennen. Dann kommt die Reinigungskraft. Die ist sehr zornig, weil wieder jeder einfach nur gekackt hat und Tomatengläser auf den Boden geworfen hat. Genau, und Wände zerstört hat. Oder Kaugummis sind aufzugeschrieben. Kennst du die Serie Workaholics? Nee. Nicht? Oh Mann, das sind so drei Dudes, die arbeiten im Callcenter. Das sind halt total die Kiffer und Spinner, ne? Und irgendwie denken die, die ziehen um in ein Büro oder sowas. Und dann wollen sie halt ihr altes Büro total randalieren und kaputt machen, ne? Aha. Aber es gab noch keine Abgabe, sowas irgendwie. Und dann vernichten sie halt das ganze Büro und ach, das muss man gesehen haben. Man muss das gesehen haben. Sehr viele Leute. Also, der Code ist einmal 1 grün. Ja, aber Moment, warte. Wir müssen mit Türkis anfangen. Das war was? Okay. 9, oder? Nee. Moment, Türkis ist 9? Doch, 9. Gelb ist 1. Gelb ist 1. 6 ist weiß. Und dann nochmal 1. Und dann nochmal 1. Dankeschön. Oh Gott, oh nein. Oh mein Gott. Oh Mann, was passiert jetzt? Oh, Kies. Jetzt ist dunkel. Oh ich höre ein Klopfen. Irgendwas wummert. Ich renne. Oh, müssen wir rennen? Oh Gott. Ich renn. Oh oh. Kies. Wird's dunkel? Kies. Dreh dich nicht um. Oh Gott, Kies. Level 4. Och nö. Hinweis, you have reached the end of level 4. Level 2 and 4 are currently in beta and will be developed further on. Oh. Mann. Jetzt hätte ich gern gewusst, was da kommt. Geil. Ich glaube, das kommt noch. Das wird aber richtig geil. Ich glaube, dann ist dunkel, dann geht die Party richtig ab. Das war's, ja. Das war's. Wir waren in den Backrooms. Die Party richtig ab. Man weiß ja nicht, wann das Phasmo-Update rauskommt. Das hieß jetzt irgendwas mit Juli. Ach, keine Ahnung. Das wird doch alles immer wieder verschoben. Ja, Skandal. Aber Leute, dann übernehme ich die Abmod und sage danke fürs Zuschauen. Lasst uns beiden Daumen nach oben da über ein Abo. Würden wir uns auch sehr freuen. Und sobald es Backrooms-Updates gibt oder neue, schreibt es in die Kommentare. Wir sind auf jeden Fall da, um wieder die Backrooms zu durchforsten. Tschüss. Tschüss.